Istanbul, die Stadt zwischen Asien und Europa. Jeden Morgen überqueren Hunderttausende mit den großen Fährschiffen die Wasserstraße zwischen dem Morgenland und dem Abendland. Schon im Mittelalter lebten bis zu 1 Million Menschen hier. Konstantinopel war damals die größte Residenz der Welt. Vor 30 Jahren noch hatte die Stadt erst 2 Millionen Einwohner. Heute aber sind es 12 oder gar 15 Millionen. Einst hatte die Stadt ein unverwechselbares Gesicht. Vieles davon wird es bald nicht mehr geben. In einigen Buchten des Bosporus liegen noch die kleinen Boote, mit denen früher die Menschen in Istanbul zwischen Asien und Europa pendelten. Heute übernehmen Fährleute wie Ibrahim nur noch ab und an eine Sonderfahrt. Für einen Geschäftsmann ist eine halbe Stunde eine lange Zeit. Der will nicht auf die Abfahrtszeiten der Fährschiffe warten. Und auf den Brücken stehen sie ja nur im Stau. Die Gebühr für die Fahrt über die Brücke ist auch ganz schön happig. Nur deshalb haben wir heute ab und an noch Kunden. Eigentlich haben wir gar keine Lizenz für seine Personenbeförderung. In einigen Jahren wird ein Tunnel unter dem Bosporus hindurch die kleinen Fährboote endgültig ablösen. Die Stadt am Bosporus hatte einst viele Namen. Konstantinie oder Konstantinopolis. Man nannte sie die Residenz, in der die Zelte der glorreichen Herrscher aufgeschlagen waren. Oder Islambol, die Stadt, die vom Islam erfüllt ist. Und man nannte sie auch noch Anfang des 20. Jahrhunderts ganz selbstverständlich Dersadet, die Pforte der Glückseligkeit. Ein Reisender aus Deutschland aus jener Zeit schreibt: Das Volk nennt Istanbul die Pforte der Glückseligkeit, die Stätte der Glückseligkeit. Was heißt das? Wörtlich genommen eine Stätte, an der die Menschen sich wohlfühlen, wo sie glücklich sind. Oder wie es auch heißt, wo sie einen Vorgeschmack des Himmels oder des Paradieses verkosten. Es ist ein Fest für die Augen, wenn der mit dem Schiff Anreisende zum ersten Mal die gehügelte Stadt wahrnimmt, wenn Kuppeln, Türme und Dächer Konturen gewinnen. Das Schiff schwenkt nach Backbord in die schmalere Bucht des Goldenen Horns. Hier erstreckt sich die europäische Stadt, die Hafenviertel von Galata, hügelaufwärts die Wohnviertel der wachsenden Neustadt. Noch vor gut 100 Jahren war Istanbul ein Zentrum der Christenheit, eine Stadt der christlichen Kirchen. Zwar residierte in Istanbul der Sultan, der Kalif, der Beschützer aller Muslime, in der Stadt aber lebten noch Ende des 19. Jahrhunderts 500.000 Christen und nur 400.000 Muslime. Πάσης πόλεως χώρας και των πίστικων των εναυτές Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως. Von den aber 100 Kirchen in Istanbul von einst sind auch heute noch 95 Gotteshäuser geöffnet. Doch es gibt gerade noch 35 Geistliche, die die Heilige Messe lesen können. Thank you.
Byzanz, seine Kaiser und Patriarchen haben die Kultur des Landes doppelt so lange geprägt wie die Dynastie der osmanischen Herrscher. Ihre Spuren waren bis Anfang des 20. Jahrhunderts noch überall in der Stadt lebendig. Hier wurden einst die wichtigsten Glaubensgrundsätze der Christenheit formuliert. Von Konstantinopel aus begann der christliche Glaube seinen Siegeszug über die Zauberer und Fruchtbarkeitsgötter der Völker, die im frühen Mittelalter durch Europa zogen. Wenn Pater Melotius an besonderen Festtagen seine Gemeindemitglieder nach dem Gottesdienst zu einem Tee einlädt, sieht man kaum junge Gesichter. Wahrscheinlich wird es in Istanbul in 20 Jahren keine griechisch-christliche Gemeinde mehr geben, sagen hier viele. In die alten griechischen Viertel sind schon lange neue Bewohner eingezogen. ...1919 bricht offene Feindschaft zwischen Türken und Griechen aus. Ermuntert von Großbritannien landen griechische Truppen in Izmir. Griechenland führt einen Stellvertreterkrieg für Großbritannien gegen das am Boden liegende Osmanische Reich. Doch später lassen die westlichen Mächte Griechenland fallen und die griechischen Truppen werden von den Türken besiegt. Danach kommt es 1923 zur ersten international vereinbarten ethnischen Säuberung. Die Griechen auf türkischem Boden müssen die Türkei verlassen und die Türken in Griechenland werden nach Kleinasien umgesiedelt. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden noch 300.000 Griechen in Konstantinopel gezählt. Heute leben nur noch 2.000 hier. Noch heute ist in den türkischen Gesetzen für die orthodoxen Christen etwas von dieser alten Feindschaft spürbar. Der Patriarch Bartholomäus I. in Istanbul, er gilt der orthodoxen Christenheit auch heute noch als erster Würdenträger der gesamten Ostkirche, als oberster Kirchenfürst der rund 300 Millionen orthodoxen Christen der Welt. Nach den Gesetzen der Türkei aber ist er nur der oberste Priester für die 2000 orthodoxen Christen in Istanbul. Die Beziehungen zwischen Ankara und Athen haben sich erst in den letzten Jahren entkrampft. Trotzdem, die Jungen sind fast alle ausgewandert. Vielleicht geht mein Sohn bald nach Deutschland oder nach Athen und verliebt sich dort in ein Mädchen. Mein Cousin hat eine Holländerin geheiratet und lebt jetzt auch dort. Wie das hier noch wird, das kann nur Gott wissen. Es gibt inzwischen so wenige Geistliche hier in Istanbul. Die ziehen in der Stadt umher und halten Woche für Woche in einer anderen Kirche einen Gottesdienst. Sonst wären die meisten Kirchen ohne Pfarrer. Die Verhältnisse zwischen der Türkei und Griechenland bessern sich, das stimmt. Aber der Gemeinde bringt das nichts. Für uns wäre wichtig, dass wir wieder so viele Gemeindemitglieder hätten wie früher. Aber wie soll das gehen? In die leerstehenden Gebäude der Griechen und auch der Armenier sind im alten Stadtzentrum von Istanbul Bauern eingezogen, die in die Stadt geflüchtet waren, weil es auf dem Land für sie und ihre Familien kein Auskommen mehr gab. Früher, so erzählen die Alten aus Istanbul, war das Leben hier großstädtisch. In diesen Straßen ging man einst nur mit gebügelten Hosen spazieren.
Heute ist die Stadt eine der wenigen Metropolen der Welt mit einem Zentrum, das fast ausschließlich von der Landbevölkerung bewohnt wird. Kaum biegt man an einer der Geschäftsstraßen um die Ecke, trifft man mitten im Herzen der 15 Millionen Stadt auf Szenen, wie man sie genauso in den zentralanatolischen Dörfern wiederfinden kann. Auch Mehmet Gülmez ist kein